Ja, dann begrüße ich Sie alle recht herzlich zu unserer Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Füchse Berlin. Bevor wir gleich anfangen, eine sehr schöne Nachricht aus unserer Sicht. Nikolai Teilinger und Ole Rabe sind für den Lehrgang mit zwei Länderspielen gegen Schweden von Christian Prokop nominiert worden. Und damit haben wir bei den zwei Länderspielen zwei Erlanger in der Nationalmannschaft. Ich begrüße René Selke, unseren Geschäftsführer, Robert Andersson, unseren Cheftrainer und Jonas Tümmler. Und wie immer möchte ich den Cheftrainer bitten, einen Ausblick auf die Füchse aus Berlin zu richten. Wir freuen uns auf jedes Spiel, jeden Spieltag in dieser Liga. Und jetzt kommt eine richtige Spitzenmannschaft, finde ich. Die sind direkt hinter die drei Großen, aber hat auch in dieser Saison gezeigt, dass die auch die schlagen, verschlagen können in Flensburg, jetzt Punkt gegen Rhein-Neckar, sodass es eine sehr, sehr gute, gefestigte Top-Mannschaft. Das heißt, wir müssen ja da eine richtig gute Leistung machen oder bringen, fast perfekt, um zu gewinnen. Aber wir sind wieder selbstbewusst, haben sehr viel Selbstvertrauen und glauben dran, dass wir das machen können. Wir haben das selber auch oft in dieser Saison bewiesen, dass wir das schaffen können. Und wir glauben fest dran, auch am Donnerstag zu Berlin braucht man ja nicht so viel drüber reden. Wir haben super Spieler auf jeder Position, Weltklasse-Spieler. Ich finde, die haben sich auch mit neuen Trainer ein bisschen mehr harmonisch, finde ich, gefestigt, selbstbewusster, vielleicht nicht so viel im Spiel selber geändert, aber man sieht, da passt alles ein bisschen mehr. So, das machen die richtig gut. Aber wir gucken selbstverständlich auch an uns selber. Wir haben zuletzt zwei nicht so gute Spiele gemacht. Vom Ergebnis her auch ein paar Sachen, die nicht so gut waren. Das wollen wir natürlich verbessern. Wir müssen und eine bessere Abwehr, das war nicht im letzten Spiel so gut, Abwehr-Torwart. Wir müssen das wieder hinkriegen, dass wir wieder zusammenspielen in Abwehr, wieder Räume eng machen, kompakt stehen, dass wir mit richtiger Abstand, Höhe, ein bisschen mehr mit Körperkontakt, vor allem über die Halben und in der Mitte uns besser verteidigen. Wenn wir das schaffen, das müssen wir, und dann können die Mannschaften ein bisschen breiter spielen und breiter Tore machen. Aber unsere Abwehr müssen wir wieder zur alten Stärke finden. Zwei andere Sachen noch, was wichtig ist, das ist ein kleines bisschen Einstellung ist, oder ich weiß nicht, wie man das sagt, aber diese 1-2% wieder. Wir haben die letzten zwei Spiele auch gut ins Spiel reingekommen, die ersten 10, 15, 20 Minuten. Aber danach, finde ich, hat diese letzte 1-2% um alles oder nichts gefehlt. Da waren die Gegner besser als wir und haben mehr Körpersprache, mehr Selbstbewusstsein. Und da müssen wir wieder hin, das war auch unsere Stärke in die anderen Spiele, und das müssen wir wieder zeigen. Vielleicht war es diese zwei Spiele ein bisschen mehr Druck auf die Spieler, dass die besser spielen wollten oder gegen diese Gegner, aber jetzt können wir natürlich am Donnerstag wieder ohne Druck, und das kommt uns natürlich besser zurecht. Und das Letzte ist wieder diese einfache Tore-Sachen, dass wir müssen über 60 Minuten einfach laufen, einfache Tore machen. Wir kriegen das nicht immerhin gegen alle Gegner, aber auf jeden Fall gegen die Bessere, und das muss wieder am Donnerstag sein. Man kann eine schlechte Abwehr haben, Angriff, Torwart und so weiter, aber man kann im Spiel drin sein und auch gewinnen, wenn man diese einfachen Tore machen. Und da haben wir auch oft gezeigt, dass wir gegen die besseren Mannschaften da mithalten können, sogar besser sein. Das war auch die letzten zwei Spiele nicht so, deswegen haben wir auch diese Spiele leider nicht erfolgreich bestreiten können. Danke, Robert. René, was erwartest du dir vom Donnerstag?
Ja, also ich denke, Robert hat dazu jetzt schon eine ganze Menge gesagt. Natürlich erwarten wir uns ein noch engagierteres und leidenschaftliches Auftreten der Mannschaft. Die letzten beiden Spiele sind natürlich nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber wir haben auch schon in der Vergangenheit gesehen, dass man auch nach schlechten Spielen hier nicht auf einmal alles in Frage stellt oder in Panik verfällt, sondern in Ruhe weiterarbeitet, die Fehler analysiert und auch gestärkt aus diesen Situationen herausgeht. Das war nach Lemgo, das war nach Minden der Fall. Auch nach dem Heimspiel gegen Wetzlar sind wir nicht auseinandergefallen, sondern sind mit deutlich stärkeren Leistungen wieder zurückgekommen und haben bis zum jetzigen Punkt ja auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Daran ändern auch die zwei Niederlagen nichts. Wir haben 22 Punkte, aber wir haben auch immer gesagt, darauf ruhen wir uns nicht aus. Wir wollen daran anknüpfen und vor allem auch zu Hause zeigen, vor wahrscheinlich jetzt am Donnerstag wieder über 4.000 Zuschauern, dass wir einfach auch diese Stellung, die wir uns hier erarbeitet haben, ja nicht nur halten, sondern auch weiter ausbauen. Und das kann man natürlich nur, wenn man diese nötige Leidenschaft wieder an den Tag legt. Die Jungs kämpfen, die Jungs beißen, aber sie brauchen natürlich jetzt auch wieder das Selbstvertrauen eines Erfolgserlebnisses. Natürlich ist Berlin der klare Favorit, gar keine Frage. Man wird nicht umsonst zweimal Vereinsweltmeister, steht nicht umsonst da oben in der Tabelle. Das ist eine absolute Spitzenmannschaft, die uns jetzt da in der Arena erwarten wird. Aber wie Robert das schon gesagt hat, wir haben uns in der Vergangenheit auch gegen solche Mannschaften meistens immer etwas leichter getan, können befreit aufspielen und da bin ich mir dann auch sicher, dass wir hier am Donnerstag ein ganz anderes Auftreten und ja, wahrscheinlich auch ein tolles Handballspiel erleben werden und ja, hoffentlich auch mal wieder zwei Punkte einfahren können. Danke, René. Du bist Berliner, du kommst aus der Hauptstadt, bist auch eng befreundet mit Paul Drucks und mit Fabian Biede. Ist der Kontakt so vor so einem Spiel dann intensiver oder geht man sich mehr aus dem Weg? Na, intensiver ist er nicht. Wir haben immer mal wieder Kontakt, aber vor dem Spiel lassen wir uns jetzt nicht unbedingt in Ruhe oder haben mehr Kontakt wie sonst, aber okay. Kontakt besteht. Okay. Zeit für Ihre Fragen. Bitte kurzes Handzeichen, dann kriegen Sie das Mikrofon. Wer möchte beginnen? Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. Robert, René, habt es ja angedeutet, diese Favoritenrolle, die die Mannschaft in den letzten beiden Spielen gehabt hat, ist die offenbar so belastend oder welche Rolle hat das mitgespielt? Weil ihr habt ja beide auch gesagt, jetzt ist es befreiter aufspielen, leichter eigentlich dann. Ich glaube nicht belastend, ich glaube, das war vielleicht mehr eine kleine Enttäuschung, dass es nicht so gelaufen ist, wie wir das wollten. Und das war halt besser spielen gegen diese Mannschaften und erfolgreiches Spielen. So. Aber es ist manchmal was anderes, mit diesem Druck umgehen zu können. Aber ich glaube eher diese kleine Enttäuschung, dass wir das nicht so hingekriegt haben, wie wir das wollten. Nico Gehlef, Bild Nürnberg. Vielleicht auch die Angst vor der eigenen Courage, weil es ja ärgerlich schon war, dass es jetzt gegen zwei Gegner ging, wo man, ja, jetzt Favorit ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber die man ja doch durchaus schlagen kann, nachdem er so erfolgreich jetzt auch in die Rückrunde gestartet war. Ja, man denkt ja da immer gleich in Superlativen, hätte er vielleicht sogar nach oben anklopfen können mit den vier Punkten. Jetzt ist das auch eine gewisse Reife, die Mannschaft jetzt erst noch braucht. Stimmt, ja, kann man auch so sagen. Wir sind erst halbes Jahr in der ersten Bundesliga oder ja, ein Jahr vorher oder auch ein Jahr vorher, aber da gibt es in solchen Sachen viel zu lernen, auf jeden Fall. Also ich glaube einfach auch, dass natürlich durch die Erfolge eine auch riesige Erwartungshaltung natürlich auch aufgekommen ist, die wir uns auch erarbeitet haben. Die Jungs haben mit unfassbar tollen Ergebnissen sich auch dieses Ergebnis wirklich verdient. Aber man muss auch immer ein bisschen Realist bleiben und wirklich sagen, wir sind ein Aufsteiger. Auch wenn viele was anderes behaupten, aber das sind wir nun mal. Wir sind seit kurzem erst in der Liga und auch wir müssen uns da erstmal noch bei jedem Spiel behaupten und die Deutsche Bundesliga
ist nun mal sehr ausgeglichen. Da gibt es keine Mannschaften, die mit 0 Punkten wieder nach Hause geschickt werden, sondern da kann auch der Tabellenletzte auch mal gegen eine Mittelfeldmannschaft was holen. Das hat Kubo auch schon gegen andere Teams bewiesen. Die haben keine schlechte Truppe und dementsprechend ist das jetzt da auch, ja, muss man das nicht so hoch bewerten, wenn man jetzt nur die reine Tabellensituation anschaut. Natürlich haben wir da auch noch in vielen Spielen Potenzial, was so das Lernen und die, ja, wie Sie angesprochen haben, eigene Courage angeht. Nichtsdestotrotz sollte man nicht vergessen, was wir bisher auch schon wieder in der Saison geleistet haben und daran hoffe ich, werden wir so schnell es geht wieder anknüpfen und am Ende auch ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Thomas Scharrer, Nürnberger Nachrichten. Herr Timmel, wie hat es sich denn für Sie als Spieler angefühlt, diese zwei Niederlagen? Wenn das so war, wie der Trainer sagt, Sie werden jetzt vermutlich auch nicht widersprechen, dass da ein paar Prozent gefehlt haben, warum glauben Sie, konnte die Mannschaft das nicht abrufen? Wie schätzt ihr das selber ein? Gute Frage. Nach dem Minden-Spiel haben wir halt eigentlich uns vorgenommen, das so schnell wie möglich zu verbessern und haben das gut analysiert eigentlich und waren super auf Coburg vorbereitet. Wir wussten, was wir machen wollten und anfangs hat es auch ein bisschen geklappt. Da das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir umgesetzt. Wie Robert sagte schon, war erst und zweite Halbzeit immer die Abwehr einen Schritt zu spät ran und dann kamen die halt immer mit perfekten Kreuzungen und so kamen die Lücken und wir hatten einfach keine Möglichkeit, irgendwie das zu verhindern. Keine Ahnung, warum es oder warum wir es nicht geschafft haben, die Kreuzungen so anzunehmen, dass wir sie verteidigen können. Ja, also ich weiß nicht, woran es liegt, aber wir versuchen es gegen Berlin halt zu verbessern. Sind Sie vielleicht auch ein bisschen von der Leidenschaft von Coburg überrollt worden? Die waren einfach noch leidenschaftlicher, als ihr es hättet sein müssen, kann man vielleicht so sagen? Ja, ich habe das ja auch am Anfang gesagt, dass wir diese 15., 20. Minute, dann haben wir das gezeigt, dann sind wir mit ein paar Toren in Führung diese Schritt gemacht im Spiel. Aber die letzten zwei Spiele haben die Gegner das gemacht, Minden und Coburg. Und manchmal passiert das, aber das haben die besser gemacht, diese 1-2%. Und dann haben die dieses Selbstvertrauen gekriegt, Selbstbewusstsein, und das hat uns gefehlt. Und dann haben wir ein bisschen auseinander gekommen als Mannschaft. Darf ich nochmal? Gerne. Man kann es ja mal andersrum drehen. Man kann es ja auch positiv sehen, dass Sie sich jetzt als Trainer eine Aufsteigermannschaft nach zwei Niederlagen, also jetzt nicht irgendwie entschuldigen müssen, aber erklären müssen, weil es hätte ja auch sein können, dass wir über 5 oder 6 Niederlagen reden, aber Sie sind ja eigentlich nach wie vor in einer sehr kommoden Situation. Auf jeden Fall, wir sind zufrieden soll ich nicht sagen, aber klar, wir haben viel Gutes gemacht, sehr, sehr viel. Viele Mannschaften, die unten stehen oder unter uns, die haben diese Serien gehabt mit 4, 5, 6 Niederlagen hintereinander. Das haben wir noch nicht. Deswegen sind wir da auch nach zwei Niederlagen nicht niedergeschlagen, sondern wir arbeiten weiter. Wir wissen, dass wir Aufsteiger sind. Wir wissen, was wir tun müssen in dieser Liga. Wir arbeiten hart weiter. Wir müssen, wollen uns weiterentwickeln. Das ist immer unser erstes Ziel, diese Weiterentwicklung in allen Bereichen. Und das ist unsere erste Aufgabe. Und wenn wir das schaffen, dann kommen wir auch wieder in Spur in alle Bereichen. Gibt es weitere Fragen? Der Philipp möchte nochmal. Es ist zu Recht ja Kritik auf hohem Niveau, ihr habt es ja auch beschrieben. Auf der anderen Seite, es sind jetzt zwei Gegner, die man schlagen kann, um den Klassenerhalt zu gewinnen, auch eigentlich schlagen muss. Okay, hat nicht funktioniert, jetzt kommen zwei starke Gegner und wenn man auch anschaut, wie hinten im Tabellenkeller doch Mannschaften wie Balingen oder Coburg, soweit sie auch weg sind, immer wieder zuschlagen. Fühlt ihr euch bestätigt darin, dass er eben sagt, Klassenerhalt ist immer noch das wichtigste Ziel, Blick nach hinten richten, nicht nach oben, wie er es ja in den letzten Wochen öfter auch gesagt hat? Ja.
Nein, das ist und bleibt unser Ziel. Wenn das erst feststeht, dass wir drin bleiben, dann können wir vielleicht andere kleine Ziele machen. Aber das ist unser erstes Ziel mit Weiterentwicklung. Weiterentwicklung und Klassenerhalt ist und bleibt immer noch unser Ziel. Es ist schwierig vorauszusagen, wie viele Punkte reichen für den Klassenerhalt. Ja, also ich würde das, glaube ich, auch gar nicht an einer konkreten Punktzahl festmachen, sondern das mag jetzt eine abgedroschene Phrase sein, aber wir gucken wirklich von Spiel zu Spiel, dass wir halt einfach uns als Mannschaft so weiterentwickeln, dass wir auch mal nach negativen Ereignissen jetzt nicht auseinanderfallen, sondern ganz im Gegenteil gestärkt daraus hervorgehen und die Rückschlüsse daraus ziehen und dann auch wieder die nächsten Spiele deutlich erfolgreicher gestalten werden. Und wenn wir das tun, dann werden wir auch weder nach vorne noch nach hinten noch sonst wo, sondern wir schauen einfach auf uns selbst. Und dann bin ich mir sicher, wenn wir diese Tugenden umsetzen, dass es dann am Ende auch auf jeden Fall für den Klassenerhalt reichen wird. Eine letzte hätte ich doch noch. Robert, wie vor jedem Spiel, wie sieht es personell aus? Wie geht es vor allem auch Pavel? Da hat man ja in Coburg gesehen, dass er noch nicht fit war. Ich hoffe, dass er jetzt hat er wieder noch ein paar Tage bis in Berlin und dass er noch ein paar Prozent fit werden kann. Das ist fast jetzt 3 Wochen, aber ich glaube, kriegt er diese paar Prozent und das ist auch gegen seinen alten Verein, dann ist er fast voll da und das brauchen wir. Tim ist wieder 100% fit. Was jetzt im Moment ist, Martin ein bisschen mit seinem Finger, aber morgen steigt er wieder ein und ich glaube, das ist auch kein Problem fürs Spiel. Ole kränkelt ein bisschen heute, aber ich glaube, auch bis Donnerstag ist das wieder in Ordnung. Keine weiteren Fragen? Dann sage ich vielen Dank fürs Kommen und wir sehen uns dann am Donnerstag um 19 Uhr gegen die Füchse Berlin wieder. Tschüss.